Hallo. Ja, Mensch, spontan haben Sie mich gebeten, ein bisschen was zu sagen. Ja, hallo, ich begrüße euch alle hier zu diesem schönen Anlass. Mit viel Liebe im Herzen hoffe ich, seid ihr alle hier. Und ja, wir wollen ein bisschen warnen, dass das, was die Herrschaften, die sich wohl da drin befinden, nicht ganz das ist, was eigentlich jeder Mensch mit Herz möchte. Die machen es aber trotzdem und deswegen stehen wir hier. Ja, gut. Ich möchte uns eigentlich nur alle noch mal ein bisschen daran erinnern, bei aller Kampfeslust, die so ein bisschen ist, dass wir natürlich nicht kämpfen wollen, zumindest nicht gewaltsam oder sonst was, wenn das manchmal auch verständlicherweise aus dem inneren Druck heraus ein bisschen gepresst herauskommt und sich ein bisschen aggressiv anhört. Wir sind hier in Liebe für den Frieden, für die Freiheit der Menschen und für die Beendigung dieses unglaublichen Unrechts auf der gesamten Welt durch die Elite, die herrscht in Deutschland. Nennen Sie sich zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel oder Herr Gauch, die Lachnummer, Entschuldigung bitte, ich würde es Ihnen auch gerne persönlich mal ins Gesicht sagen. Und das heißt aber nicht, dass ich gegen diese Menschen bin. Ich kann einfach nicht dafür sein, was die, wenn es auch nur Lakaien sind, im Namen von anderen Mächtigen, die wir vielleicht gar nicht kennen oder dessen Bilder wir noch nicht gesehen haben, hier veranstalten in unserem Land. Und das geht auch raus über unsere Landesgrenzen in die ganze Welt. Leute, wacht auf, wir haben eigentlich schon gewonnen, wenn wir zusammenkommen. Ich sage das immer wieder. Wir sind Milliarden. Milliarden Menschen, die einfach eigentlich nur leben wollen. Und wir haben Leute unter uns, klar, die wollen dem auf die Fresse hauen. Das, ein trauriges Beispiel ist zum Beispiel hier in unserem lieben Deutschland, wenn ich sehe, da spielt Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig, dann rücken 2000 und mehr Polizisten aus, damit die sich nicht gegenseitig auf die Schnauze hauen. Ich meine, hallo Freunde, das sind Opfer des Systems, ja, so wie vielleicht viele Jugendbanden oder ältere kriminelle Banden alle Opfer von eben dem sind, ja, wofür ich hier stehe, dass das aufhört. Die sind durch Schulsysteme gegangen, wie wir alle, die den Menschen nicht dienen. Heutzutage wissen wir das, dank zum Beispiel Gerhard Hüther, einer der führenden Gehirnforscher auf diesem Planeten, der das rausgefunden hat. Leute, Schule ist nicht für Bildung da. Natürlich lernt man da auch ein bisschen was. Das könnte man aber zigmal besser lernen, wenn man zum Beispiel artgerecht lernen würde. Ja, wenn ich selber Kinder habt oder kleine Kinder kennt, die sind fantastisch, die sind riesig, die haben ein Potenzial, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn die in die Schule gehen, dann sind die zu 98% hochbegabt. Wenn sie da wieder rauskommen, dann sind 2% über. Und ich erzähle euch das, um darauf hinzuweisen, dass diese ganzen Sachen irgendwo eine Ursache haben. Und wir sind dabei, als Bewegung hier, das zu erkennen. Und wir wollen diese Ursache weghaben. Wir wollen nicht mehr, dass Eltern, die das zum Beispiel erkennen und ihre Kinder nicht in dieses Schulsystem schicken wollen, ja, dass die in den Knast gehen, da gibt es etliche von. Ja, dann kommt die Polizei oder muss kommen und muss denen die Kinder entführen und der Schule zuführen. Wo sind wir? Super, danke. Wie gesagt, das ist wissenschaftlich belegt, wovon ich hier spreche. Das ist einer der Gründe, warum es uns so bescheiden geht. Ein anderer ist zum Beispiel, dass die Medien fremdgesteuert sind. Ja? Es ist nicht mehr ein Journalist das, was er mal war. Und das hat einer aus USA, neulich wurde das auf der Mahnwache vorgetragen, der hat das schon 1900 und ein paar kaputte zu seinen Kollegen gesagt, dass wir alle nur noch Bitches sind. Und das ist über 100 Jahre her. Hallo? Wir haben das immer noch. Ihr braucht nicht mal die Bild-Zeitung zu lesen. Guckt euch ein einst seriöses, in Anführungsstrichen, Magazin wie den Spiegel an. Propaganda. Ja? Oder guckt in, weiß ich nicht, die Welt, glaube ich, ja? Da stehen wunderbare Artikel. Die sind gut geschrieben. Und dann stehen da aber ein paar, die machen genau das gleiche wie die Bild-Zeitung. Und das ist unsere Realität, unsere mediale Realität heutzutage hier in unserem Land und nicht nur in unserem Land. So, und das sind so Kernthemen, ne, zum Beispiel für das, weswegen ich immer wieder auch auf die Mahnwachen komme. Weil vor einem Jahr habe ich noch im Internet gesessen, habe geschrieben, verbreitet Informationen, habe mit anderen geschrieben, Leute, was machen wir, wie gehen wir raus? So, irgendwann ist dann der Lars Merholz als erster in Berlin auf die Straße gegangen. Ein Frischling, wie ich jetzt mal sage, nicht so ein alter Sack wie ich, der seit 30 Jahren die Dinge eigentlich hinterfragt und erkennt, sondern der Anfang des Jahres, als er das in der Ukraine mitgekriegt hat, angefangen hat zu recherchieren. So, und dann steht da mit mal einer, der hat es begriffen. Und der hat Kernpunkt, Medienlügen, Krieg muss aufhören und ein Finanzsystem, was gar keinen Frieden zulässt. Und das sind doch schon mal Sachen, da können wir mit arbeiten. Wenn wir die Bildung noch mit draufpacken,
was hier in diesem Land los ist. Leute, dann müsste es doch vielleicht mal klappen, dass ein paar mehr kommen und dass wir alle begreifen, dass sie uns fertig machen. Ja, und ich denke, vielleicht hat noch jemand anderes was zu sagen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche uns allen einen wunderschönen Tag.